Weiter geht's mit Stage 20. Ja, so weit sind wir schon gekommen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stages es eigentlich gibt. Oh. So, auf jeden Fall ist hier erstmal ein Boxhandschuh, den ich mir erstmal mitnehme. Und dann ist da oben eine Katze. Ja. Katze. So, auf jeden Fall möchte ich hier durch. Naja, ich muss natürlich erstmal den wieder nach links locken, damit ich da überhaupt durchkomme. Damit ich dann das 10 Tonnen schwere Gewicht auf die Katze stemmen kann. Wenn ich so schnell bin! Natürlich habe ich es nicht geschafft und jetzt sitze ich in der Falle. Nein! Die bleibt da natürlich jetzt stehen. Natürlich ewig, bis ich... Oh. Bis ich? Ja, was soll ich machen? Oh, er kehrt wieder um. Ah, er kehrt um. Ja. Oh. Also, herzlich willkommen wieder zurück und ich fange nochmal von vorne an. Nein, natürlich fange ich nicht von vorne an, aber ja, das Level muss ich wieder von vorne anfangen, auf jeden Fall. Oh, 4 Leben nur noch, also muss ich mich versputen. Also, wenn das geklappt hätte mit dem Gewicht, so wie ich es mir vorgestellt hätte, dann wäre es auf jeden Fall nicht passiert. Jetzt lauf, 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 lauf und jetzt muss ich hier schon... Komm, komm, riech dich doch! Oh, ich dachte schon wieder, 5000 Punkte bekommen, so wenig. Ich hätte eigentlich mehr verdient. Ja, das hätte ich. Ja, auf jeden Fall habe ich die Katze jetzt erstmal gekillt. So, gehe ich mal nach oben. Ja, oben ist auch wichtig herzugeben. Ja, weil hier sind nämlich auch 2 Katzen, die auf mich warten. Schaffe ich das sehr schnell hier einzusammeln? Schade. Gehst du da durch? Nein! Scheiße! Ich wollte da nicht da durch! Du hast mir alles versaut, Katze! Nein! Auf jeden Fall nicht! So! ZTPZ, immer noch auf demselben Level! So, jetzt will ich es aber schaffen! So, Katze! So, jetzt gehst du nochmal nach links! Komm, 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 komm! Ah, so früh umgekehrt, das kann doch nicht wahr sein. So, ich wollte mit euch mal über meine Nintendo-Konsole reden, weil ich bin nämlich, wie ihr vielleicht wisst, ein Nintendo-Fan, ja, deswegen spiele ich ja auch Gameboy. Ja, Bugs Bunny auf dem Gameboy spiele ich. Unten oder? Unten, ja, unten ist ja... Ja klar, muss ich den ja abschließen. Das hätte ich keine Chance gehabt. Boah, ich hasse es, in die Ecke gedrängt zu werden. Geh erstmal nach rechts. Ja, auf jeden Fall meine erste Konsole, die ich hatte, war der Nintendo 64. Ja, da gab so geile Spiele teilweise. Also, ja, ich habe sehr viel darauf gespielt. Sehr viele Spiele. Meine Lieblingsspiele waren Snowboard Kids, kennt ihr das noch? Ja, weil ich bin nämlich immer gerne, einer meiner Hobbys, oder zumindest jetzt, Snowboard fahren. Also bin ich auch schon mal, das ist ganz cool. Aber damals hatte ich noch nicht so, damals... war es noch nicht so, dass ich da Snowboard fahren wollte, aber das Spiel fand ich immer sehr cool. Sind wir mal zu viert oder was wir da immer damals gespielt haben. Ja, Bomberman 64 war auch göttlich, ey. Das, nein, geh nach unten! Warum geht er denn nicht nach unten? Ja, ja, ja. Ey, ich hatte das Gefühl, das bewegt sich da noch ein bisschen. Ah, sehen wir uns noch hier ein Game Over Screen an, ich hoffe mal nicht. Jetzt geh nach links, Katze. Kannst du nicht ein bisschen schneller gehen? Wieso läufst du eigentlich auf 2 Pfoten, ja? Ich dachte, du bist eine Katze, warum läufst du nicht auf 4? Ja, auf jeden Fall Nintendo 64, damit bin ich groß geworden. Da war auch einer meiner Kindheitserinnerungen. Kann ich da runter? Wenn ich da runter gehe, dann geht die Katze nach links, gehe ich mal von aus. Ummel mich genial, das Spiel denkt nach. Oh, 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 oh. Ja, hier kann ich aber jetzt... Nee, nicht hier hin.
Hitte. Ach komm, geh einfach. Aber dieses hier brauche ich auch noch. Komm. Komm hier durch, komm zu. Ja, okay, so geht's auch. Auf jeden Fall bin ich hier ganz durch. Ja, der Nintendo 64 war auch schon einer der besten Konsolen. Kennt ihr das überhaupt noch? Ja, weil ich weiß eigentlich, wie jung meine Zuschauer sind. Vielleicht seid ihr auch, oder vielleicht seid ihr auch gar kein Nintendo-Soccer. Vielleicht spielt ihr irgendwo PlayStation oder alles Mögliche. Auf jeden Fall, ja, dann GameCube habe ich nicht so oft gespielt. Ja. Ja, aber ich hatte ein GameCube, ne, sagen wir es mal so, aber habe ich was? Ja, ich habe was zum Schießen. Das heißt, bewaffnet bin ich auf jeden Fall. Jetzt hier runtergehe. Ja, was ist das denn? So, haben sie abgeschossen. Bitte. Ja, kacke. Was machst du denn da jetzt? Kann ich hier durch? Ja, ich kann hier hoch. Ja. Ist das der letzte? Ich hoffe mal. Ja, ich hab's geschafft, diese Stage. Boah, die hat mir den letzten Nerv geraubt, ey, auf jeden Fall. So, auf dem GameCube, ja, ich bin ja auch ein großer Zelda-Fan, also hatte ich auch die ganzen Zelda-Spiele, alle auch auf dem Nintendo 64, Ocarina of Time. Boah, da war auch Kindheit früher, Ocarina of Time auf dem Nintendo 64. Boah, da gab's diese, wo die Hängebrücke da unten kam, und da hatte ich so eine Angst vor als Kind, ja, wo dann der böse, grauenvolle, ja... Oh, hätte ich warten müssen. Aber auf jeden Fall Ganondorf kam dann da an. Da, boah, ich da eine Angst, ey. Ja. Ob der gar nicht was ich will. Schiss. Hart. Manchmal bleibt mir echt das Herz stehen. Oh, oh. Boxhandschuhe auf jeden Fall wieder. Ich glaube, das sind irgendwo jetzt die letzten hier. Weil damit kann ich auf jeden Fall... Das ist ja Daffy Duck, glaube ich, hier sogar hier, die Ente hier, ne? Ich glaube, die heißt Daffy Duck. So, ich hoffe, das ist jetzt der letzte. Ja, auf jeden Fall. Ja, oder hier zum Beispiel Majora's Mask, ne? Wo der Mond auf die Erde schlug, ey. Boah, da dachte ich auch, nein, bleib weg von mir, Ich will nicht. Nein. Oh, die Welt geht unter. Ja. Da hat man nämlich auch nämlich das Jahr 2012. Die Maya-Legende. Ja, und dann dachte ich mir, oh nein. Ja, aber ich hab da... Was soll ich da machen? Kommst du vielleicht zur Tür? Bitte? Ja, danke schön. So. Hier. Einfach nur mein Tür stehen bleiben, dann kommen sie doch automatisch, ne? So, jetzt einmal hier dahin. Kommst du zur Tür? Komm, schnell, beeil dich. Ja. Bevor diese Maus da kommt und mich töten möchte. Ah, komm, schnell. Boah, ist das ätzend, ey. Der eine da stört mich, ey. So, jetzt kann ich hier durch. Jo, warum kehrt die um, die Maus? Geh weiter. Ey, ich wollte da durch. Mäuselein, warum tust du mir das an? Warum ist eigentlich eine Maus stärker als so ein Hase? Ich weiß gar nicht. Ah, das ist ja auch unnütz, das eine Teil da, aber das kann ich doch gar nicht richtig gebrauchen, ey. Nein, überhaupt nicht. Oder? Ich denke vielleicht. Okay. Ich hätte vielleicht warten müssen, bis er ein bisschen weiter geht. Gehst du vielleicht weiter?
Warum gehst du nicht weiter? Immer noch hier hin? Hier rüber? Na, ah, ich bin zu langsam, stimmt's? Auf jeden Fall bin ich zu langsam. Was sind das denn für Killerkatzen, die mich umbringen wollen? Ich komm nicht vorbei. Das kann's doch nicht wahr sein. Warum lassen sie mich um Hasen in Ruhe? Oder seid ihr etwa Hasenfresser? Oh, die gehen beide durch. Ja, das könnte ich meine Chance nutzen. Und ist hier noch einer? Oh, jetzt kommt das wieder mit der Maus, ey. Oh mein Gott. Und vielleicht könnte ich den Boxhandschuh dafür verwenden. Erstmal das hier killen. Vielleicht bleiben die Katzen ja da oben. Von wegen. Oh. Scheiße. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich will da nicht. Nein. Oh, fuck. Ja, da, was soll ich denn da machen? Ich glaube, ich muss mir erstmal den Boxhandschuh holen. Auf jeden Fall, ey. Dann sterbe ich hier viel zu oft. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Kacke. Das ist aber auch eine übelste Stage hier, ey. Ja, auf jeden Fall. Habe ich mir gedacht. Zurück. Oh, nein, geh doch da durch. Wieso geht's da nicht durch? Dann nicht eben so hin. Da kann ich eine Katze killen. Natürlich, die denkt nach, die Katze geht da nicht durch. Ja, ja, ja. Jetzt ab. Das war ein bisschen zu früh. Hätte ich mal ein bisschen länger gewartet, ey. Ja, wo ist das? 22.6. Ja, aber immer nicht in meinem ersten Level. Oder am dritten, wo ich am Anfang gestochen bin. Ja. So. Vielleicht kann ich. Ja, boah, das war aber jetzt Glück, dass ich jetzt hier die Katze hier vorher killen konnte. Das war auf jeden Fall Glück, finde ich. Ich wette, mit der ganz unten ist keiner mehr, weil alle Katzen nach oben gekommen sind. Oh, war es knapp, ey. Wieso ist der Boxhandschuh auch so weit unten? Das ist doch nicht so toll, ey. Wieso ist der Boxhandschuh so weit unten? Ich ging unten. Oh, boah, doch, hier ist wirklich noch eine. Hier sind noch welche. Auf jeden Fall verfolgen die mich jetzt. Den kann ich schon mal killen. Oh. Hier ist Umfabumper zum Schluss. Ja, ja, ja. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt brauche ich auch keinen Trank mehr. Nein, nein. Jetzt habe ich es ja geschafft, das Level. Ja. Jetzt habe ich es auf jeden Fall geschafft. Wo bin ich? Ach, oben hin. Was ist hier? Oh. Ja. Immerhin ist es nicht ganz so unfair, das Spiel, und die kehre auch um, ey. Weil sonst hätte ich da gar keine Chance gehabt, ey. Sonst bin ich tot. Ja, den kann ich schon mal killen. So. Immerhin kam da einer. Sonst bringt das nämlich auch nichts. Achso, der mal hier von. Am besten ist, wenn ich mir den Boxhandschuh erstmal hole. Wie komme ich da hin? Ja, das war unnötig eigentlich, aber ich musste ja irgendwas tun, ne? Ich muss ja da dran vorbei. Ja, gegen unten. Ja, yeah, gegen unten. Ich bin gibt's hier. Ich warte erstmal. Mal gucken, was die Katze hier macht, ja, ne? Die geht auf jeden Fall nicht weg. So, jetzt kann ich hierher. So, jetzt muss ich die andere Seite auf jeden Fall gehen.
Und damit ich. Achso, da. Nein, Kinder. Scheiße. Ja, das war auch wieder ungerecht, fand ich. Was soll ich denn an der Stelle machen, wenn die Katze da hinter mir steht? Das müsst ihr mir mal hier sagen. Da kann ich doch gar nichts machen. Und außerdem bin ich ja tot. Weil es gibt manche Stellen, ey, da kann ich einfach nichts machen. So, habe ich die Katze hier schon mal erledigt. Ja, sitzt sie sich auch wieder in der Falle, habe ich recht. Aber ich kann wenigstens hier jetzt nach oben. So, sammle das Scheiß da ein, genau. Ja, weil sonst ist es nämlich auch ja nie so doll. Hier kommt mir hoffentlich keiner entgegen. Nein. Hier ist es jetzt wieder ganz frei. So, jetzt bleibt die Maus da hoffentlich nicht stehen. Weil ich jetzt hier nach oben gehen kann. Den will ich killen. Ja, ich kann nämlich von der anderen Seite kommen. Vielleicht kommt die Maus dann hier an. Ich warte mal, vielleicht kommt die Maus hier. Genau, darauf habe ich nämlich gewartet, dass die Maus da ankommt, so dass ich sie dann auf jeden Fall killen kann. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare zum Beispiel schreiben, mit welcher Konsole ihr angefangen habt. Also ich habe mit der Nintendo 64 auf jeden Fall angefangen. Ja, das ist der letzte. Ja, sonst hätte ich das auch nicht gewagt, weil ich sonst tot wäre. Und der tote Hase. Auf jeden Fall. Oh, ach ja, ich kriege ja dann immer ein Level ab, wenn ich das schaffe. So, das war ein Fehler. Okay, mit diesem Tod. Also ich habe schon mal, also ihr habt schon mal einen Einblick bekommen, wie es weitergeht. Aber ich wollte sagen, mit diesem Tod verabschiede ich mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ciao.